In Deutschland sitzt im Bundestag ein Mann, der eigentlich eine Frau sein will. Das ist an sich nicht das Problem, denn der bloße Wunsch schafft keine Realität. Er ist keine Frau. Er sieht auch nicht aus wie eine Frau, er spricht nicht wie eine Frau, er geht auch nicht wie eine Frau. Gut, er kleidet sich wie eine Frau, wie eben der Eingebildete in des Kaisers neue Kleider sich in Gold gewandert glaubte und dennoch in der für alle anderen sichtbaren Realität schlicht nackt war. Und diesem Märchen von der Einbildung entsprechend besteht auch der nunmehr vorherrschende Zeitgeist einer Minderheit darauf, dass dieser hässliche Mann eine hässliche Frau sei. Zugegeben, weder als Frau noch als Mann ist die betreffende Person ein besonders hübsches und geistig herausforderndes Exemplar menschlichen Daseins. Ganz im Gegenteil. Eigentlich wäre es egal, wie er sie oder es sich definiert. Aber um das geht es ja nicht. Das Auge wählt ja schon lange nicht mehr mit. Wir sind also so frei, uns über Naturgesetze und die Realität unseres Daseins hinwegzusetzen. Wir sind so frei, uns binnen eines Jahres bar jeglicher medizinischer Fakten und Vernunft zu entscheiden, ob wir Hund, Katze, Frau, Mann, Wasserhydrant oder Blumentopf sein wollen. Neben dieser Scheinfreiheit, sich selbst jeden Tag aufs Neue fernab jeglicher Realität zu definieren, ist tatsächlich problematischer anzusehen, dass diese selbstschöpferischen Wesen auf das Recht pochen, von anderen Mitbürgern so gesehen zu werden, wie sie selbst es jeweils wollen, aber nicht sind. Es reicht eben nicht, das biologische Faktum selbst zu bestimmen. Man will auch in seiner Scheinwelt mit vollen Rechten ausgestattet werden.